Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Nupsi. Wir zocken Zankenland. Und ja, Freunde, was ist los? Was ist hier geschehen? Na, wir hatten doch gestern ganz in Ruhe bloß die Schreckensburg nachgelootet. Und ja, das war so das Ding. Was steht an? Ihr seht schon, wir haben hier eine Fahne drin. Genau. Also, ich würde vielleicht sagen... Ach so, nee. Fangen wir mal so an. Wir haben noch keinen Hubschrauber. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich kann damit sowieso nicht fliegen. Aber haben wäre schon nicht schlecht. Weil wir müssen auch mal ein bisschen auf die Karte gucken. Und wenn wir auf die Karte gucken, dann sehen wir, wir haben noch 5 rote Flecken hier drin. 5 Points. Sieht ja nicht schlecht aus, aber davon haben wir eigentlich nur 2 Herausforderungen. Das ist der Clifton Außenposten. Der ist Level 5. Und die Eisenhelme, die wir ja als Endgegner haben wollten, ist Level 6. Der Rest ist Level 2 und Level 3. Braucht man nicht drüber reden. Ja, also. Ich würde vielleicht sagen, dass wir heute 2 Sachen so mit in Rutsch machen. Wir müssten mal wieder ein bisschen tauchen. Was heißt, wir müssten? Ich würde gerne ein bisschen tauchen gehen mit euch. Und man könnte denn vielleicht hier noch die schwimmende Insel, die Insel Eden machen. Was? Das wäre doch was. Ich weiß nicht, wie wir anfangen, ob wir erst die Insel machen, dann tauchen oder andersrum. Okay. Aber jetzt nochmal zurück zu den Hubschrauber. Den Hubschrauber bauen. Wie gesagt, damit wir ihn haben. Jetzt aber stellt sich die Frage, wo denn dahin mit? Ja. Und jetzt war mir der Gedanke gekommen. Das war vielleicht ein bisschen ruhig deutsch. Ist mir der Gedanke gekommen. Wir könnten uns ja hier an der Seite... Hier oder da, weiß ich nicht. Hier oben noch mal was ranpacken. Dass wir uns hier oben vielleicht 3x3 machen. Wobei das natürlich jetzt schon wieder sehr vermessen ist von mir, zu sagen, wir landen auf dem 3x3 Platz. Aber gut, man kann es erstmal probieren. Ja, pass mal auf. Ich lege uns mal hier so ein bisschen was hin. 3x. Ne, den hier brauchen wir ja nicht. Da kriegen wir so eine Platte ran. Okay. Ne, jetzt brauchen wir noch Metal. Hier Schrotti. Warte mal, ich hatte hier schon wieder ein Fass hingestellt. Weil alles, was wir an Schrott haben, ist hier voll. Wir brauchen nur keinen Schrott mehr mitbringen. So. Das sollte reichen. Ich hatte hier noch ein paar Minen hingelegt. So als, ja, kann nicht schaden sozusagen, wa? So, Freunde. Ja, jetzt bin ich dann natürlich wirklich langsam. Die könnten aus der Puschen kommen. Ich verstehe eigentlich auch ja nicht, warum wir so relativ weit schon sind. Denn das Spiel ist ja nur eindeutig schwerer geworden, ja? Und trotzdem haben wir jetzt schon... so viel. Naja. Machen wir uns jetzt keine Gedanken drüber. So, ich mach mal hier die Eisenplatten runter. Die können wir dann noch besser einsammeln. Die hier. Und vielleicht müssen wir hier doch ein Fundament untersetzen. Werden wir sehen.
So, wir brauchen mal hier ein Stück Leiter. Kann das reichen als Landeplatz? Eieieiei. Ich sag mal für den, der der Hubschrauber fliegt, auf jeden Fall, aber. Unser Freund Ran, oder wie man den Namen auch ausspricht, der kann das natürlich. Der landet hier auf dem Punkt. Aber wir. Naja, jetzt brauchen wir erstmal einen Platz, wo wir das Ding überhaupt hinstellen können. Und dann ist gut. So. Los, Snap. Nee, doch, ja. Okay. 3x3? Nee, noch nicht 3x3. Das wird nie was. Aber okay. Lassen wir mal so dahingestellt. Jetzt eigentlich wieder abbauen. Ach, ich habe ja keinen Abbauhammer bei. Wir kickern mal von unten. Ah, ja. Könnte klappen. Muss nicht klappen. Den Hammer brauchen wir dafür. Ja. Wir wollen hoffen, dass jetzt hier noch keine Angriffe kommen und wir das in Ruhe bauen können. Ja, das ist ja das Schöne, dass sie das hier mit der Statik noch nicht so ernst sehen. Das muss hier natürlich alles wieder weg, klar. Ja, wie gesagt, wir sind schon relativ weit hier im Spiel, obwohl wir erst, ich sag mal, ein paar Folgen gemacht haben, ja. Aber so ist es. Wie gesagt, man kann das Spiel ja auch, wenn jetzt der. Also am Anfang haben wir gesagt, das ist viel schwerer. Ist es ja auch. Jetzt wurde ein bisschen leichter gemacht, dadurch, dass du das Waffenpaket hattest. Was wir aber kaum genutzt haben. Müssen wir ehrlicherweise auch dazu sagen. Wo war denn hier? Ach so. Ja. Ne? Nee, das sehen wir ja. Okay, das hier noch. So. Gut. Das ist viel zu klein. Ich sag euch, das ist viel zu klein. Ach, nee. Packen wir mal rüber. Dann gehen wir mal hochgucken. So, ach, jetzt zeigt das ausgepackt. Naja, du kannst hier schon drauf landen, klar, aber. Gut, okay, pass auf, wir bauen den Schrauber und stellen den da oben erstmal hin. Wenn das wieder so ist wie in den letzten Folgen oder so, ja, in der letzten Staffel, da ist das Ding ja mal durchgefallen. Dann werden wir es sowieso gleich wieder ändern. Schrauber. Den bauen wir hier. So. Wir benötigen 15 Gummis. Oh, ich bleib hier gerade hängen. 10,
15 Gummis. Haben wir. Wir brauchen kein Metall. Dann kann ich das gleich erstmal wieder rausbringen. Ich immer noch Metall. So. Wir brauchen Zahnräder. Zahnräder möchten wir 5. Nee, das sind die elektrischen Teile. Was waren das? 6. Dann brauchen wir 10 Platinchen. Und 5 Teile. Und 5 Stahlplatten. 1, 2, 3, 4, 5. Aber kein Eisen. Okay, das ist der Hubschrauber. Ja. Göttlich, einfach göttlich. Bald. Na, sag mal. Ach, den siehst du auch nicht beim Hinstellen. Eieieiei. Also Verdacht. Auf Verdacht hingestellt. Naja, er steht hier halb drin. Warte mal. Ich hol mal einen schnellen Hammer. Dann machen wir mal das hier auf. Ja, mein Hubschrauber. Ah, das können wir uns ja hier noch schön machen. Ne? So. Halt weg damit. So, naja, siehst du wohl. Vielleicht wird's ja auch was. Wer weiß. Auf jeden Fall haben wir jetzt schön die Nacht verbracht. Hier können wir uns natürlich noch einen Kreis rumziehen oder... Ach, da fällt uns schon noch was ein. Wie wir das noch schicker gestalten. Wir werden hier auch ein Landekreuz einziehen, klar. Aber da hätte ich gerne andere Bodenfliesen, diese europäischen oder wie die heißen. Schauen wir mal. So. Jetzt Holz weg. Und dann gucken wir nochmal durch. Wir gehen jetzt hier wieder rüber. Nehmen unser Futter. So. Oh, wo habe ich meine Merkliste? Hubschrauberlandeplatz. Ja, das stand heute drauf. Also, wir brauchen den Fischeintopf auf jeden Fall zum Tauchen. Ich nehme mal hier 2 mit. Die Meeresfrüchte zum Kämpfen. Und eine Pilzsuppe zum Auffrischen. So, jetzt haben wir natürlich von allen viel zu viel. Aber egal. Ja, das ist egal heute. Halt. Nee, hier ist nicht egal, weil wir müssen jetzt die Akquise austauschen gegen die Panzerplatte wieder. Das ist voll, das ist gut. Den Hammer packen wir weg. So. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier nichts vergessen haben. Ja, eine Reparatur nehmen wir nicht mit, weil... Nee, die sind zu klein, um uns anzugreifen. So, wir packen uns hier noch ein bisschen davon was drin. Falls wir länger tauchen, tauchen wir so lange eigentlich nicht, wa? Ich nehme hier noch eine Tablette. Nee, brauchen wir auch. Na, eine nehme ich. Ja, wir haben ja bloß den einen Spot zum Tauchen. Warte.
Ich nehme mal die Fackel hier hoch und pack mir dafür meine Harpune ein. Wegen der Haifische und so. Okay, das war's. Muss ich zumachen? Nee, da kommt kein Angriff jetzt, wa? Nein, da kommt keiner. Okidoki. Wir müssen ja rechts runter. Links runter. Ach, ich kann ja rüberfahren, wurde mir gesagt. Okay. Hier unten sprudelt ein Tresor. So. Insel der Prophezeiung, die stand hier nicht auf unserer Liste. Wir schauen doch mal. Oh, ich bin schon. Au, 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 au. Ich muss Schule ganz weit links. Und um die Gummiente rum, ich glaube, und dann müssen wir noch weiter links. Schule hätte man auch machen können, die hat 0%, da waren wir also schon lange nicht mehr. Naja, hätten wir auch machen können. Wenn wir rübergefahren wären jetzt, hätte ich sie gemacht. Hier nehmen wir Insel Ehen erstmal. Links. Ob wobei... Alle doof. Guck mal, hier ist ein kleines Floß. Wir rocken mal schnell das kleine Floß hier weg. Ja, tut mir schon fast leid. Schwimmende Zuflucht. Eieieiei. Da waren es nur noch 4. Besser neigt neu gesagt, die müsste man eigentlich mit dem Messer machen, die Insel hier. Da ist das um jede Kugel. Ist nicht gut, mit Kugeln hier rumzuballern. Weil die Kleinen können ja nur echt nicht dafür. Aber ist gut, auch diese Inseln müssen gemacht werden. Auch diese Inseln müssen gemacht werden. Apropos gemacht, wir sollten hier vielleicht auch die Fahne stellen. Das werdet ihr nicht vergessen. So, Zuflucht. Hierin. So. Flucht, okay. Ach, kicke mal, die haben so ein Tresor. Ich lach mal tot, wenn hier was richtig hier drin ist. Eine Blaupause, die wir noch nicht haben. Nee. Also, ich hab das Gefühl, die haben die abgeschafft, ja. Also, jetzt erstmal. Denn das finde ich schon sehr merkwürdig hier. Sehr eigenartig, dass du nirgendwo mehr eine Blaupause findest. Ja, den mache ich leer hier, damit er leer ist.
Also das wir den Spot als 100% angezeigt kriegen, denn wenn. So, dann müssen wir hier auf. Na, das geht ja easy peasy. Ja. Naja, und das war's ja auch schon. Gut. Dann sind wir hier, glaube ich, durch. Wir haben 75%. Was ist denn hier mit nicht in Ordnung? Auch jetzt sollen wir nicht tauchen, wa? Nee, warte mal, hier sind noch Kleinigkeiten. Das ist nicht. Das ist auch nicht. Ach da, ein Kühlschrank. Oh, diese alte Blechbüchse hatte ich beinahe übersehen. Gefällt mir gut. Das schmeißen wir raus und dann können wir erstmal hier zwischendurch einen kleinen Snack nehmen. Und davon trinken wir auch noch einen Schluck. Ach, alles gut. So, hier ist aber nicht, hier ist nicht, hier ist nicht. Und jetzt sind wir bei 93% ist gut. Alles klar, 93% reicht uns. Abmarsch. So, dann lasst uns mal auspacken. Rum-tum-tum. Schwefel muss da in eine Tasche gehabt haben. Aha. Die Lampe nehmen wir mal wieder auf. Okay. Das lassen wir hier. Den ziehen wir uns dann gleich rein. Okay. Pack das Ding weg. So. Jetzt haben wir einen Spot gemacht, den wir ja nicht machen wollten. Aber nicht so schlimm. So, wir fahren jetzt hart links. Und dann, wobei Schule wäre ja besser, kommen wir auf. Wenn die Schule 0 hat und Neptun hat schon so viele. Na, Schule, wir fahren zur Schule. Wir gehen in die Schule. Ihr könnt ja gesagt, wir kriegen bestimmt die Tare jetzt. Das Update. Aber kann eigentlich auch nicht sein. Was heißt, kann nicht sein? Ich hab das ja anders gerechnet. Ich habe ja gesagt, das wird erst Mitte, Ende August. Und warum soll ich mich verrechnen? Nö, ich kann ja auch mal recht haben, ne? Also müssen wir uns noch etwas hier dulden. So, wir sind in der Schule angekommen. Und dann lasst uns schauen, was hier so los ist. Wir stehen hier noch auf der Schule. Das ist ja cool. Na los, runter. Wenn hier keine Fische sind, ist das auch gut. Ja, alles gut. Oh, da hinten ist der Tresor. Warte, da gehen wir gleich hin. Wir können natürlich auch den Scooter benutzen. Oh nee, das ist ja ein Vulkan. Habe ich hier nicht einen Tresor gesehen? Doch, hier drin, aber... Aha, nee, da drin. Nehmen wir jetzt mal die Waschmaschine. So, und mal gucken, ob wir von draußen rankommen hier.
Hört sich so an. Ja. Natürlich nicht unbedingt der dicke Bums. Jetzt habe ich ganz vergessen. Wir müssten natürlich erstmal. Warte mal. Ihr seid natürlich hier. Die Tauchtablette hat, glaube ich, keinen Einfluss. Aber gut, jetzt haben wir sie drin. Ich glaube, die Tablette, die hilft nur, wenn du Freischwimmer bist. Ohne Sauerstoff. Aber da könnt ihr mich auch gerne berichtigen. Oh. So, weiter geht's. Mal hier außen so ein bisschen rumplanschen. Unser Ziel ist natürlich hier wenigstens die 80% zu erreichen. Und in einer der nächsten Folgen müssten wir dann auch mal wieder auf Erzsuche gehen. Ich rede jetzt mal nicht von Anathes oder was. Aber ein bisschen Eisen hätte ich gerne noch rumzuliegen. Wenn uns einfällt, denn wir wollen noch ein bisschen bauen, dann soll uns ja nicht die Matze ausgehen, wa? Ich müsste hier vielleicht strategisch ein bisschen cleverer vorgehen. Ich tauche hier alle 3 und 4 mal ab, wie es aussieht. Warum stehen hier die ganzen Garderobenschränke vor der Tür? Hä? Was ist hier passiert? Wodurch hervorgerufen? So, pass mal auf, ich schmeiß mal hier ein bisschen Eisen raus. Ja, noch ein Kochtopf. Ja, ich hatte auch schon mal geguckt, ob wir uns vielleicht eine neue Waffe basteln können. Ja, wir können uns natürlich schon was bauen, aber das ist auch wieder so eine 0815. Ich könnte wirklich gerne die SVD. Danach würde mir der Sinn stehen. Ach so, wir könnten ja hier auch wieder die Panzerplatte gegen unser Akquise-Tool tauschen. Und noch ein Garderobenschrank. Eieieiei. Ja, auch Komponente sind wichtig. Das heißt auch, die sind richtig wichtig, ja. Das haben wir gesehen, wenn wir die kleinen Schrauben da machen müssen. Meilen, ja, was das kostet. Vollinger. Naja, gut. Voll ist voll, wa? Verträgen weggeworfen.
Eine Tischlampe. Und eine Holzplanke. Ja, dann kicke ich. Nee, das ist auch Holz. Warte mal, ich mache das hier noch kaputt. So, und den mache ich auch kaputt. Dann brauchen wir hier nicht mehr drin, sind wir fertig. Okay. So, dann erstmal wieder hoch. Dann müssen wir mal ein bisschen auskippen hier. Gucken, was wir hier noch für Platz haben, wa? Och, ja, gut. Erstmal alle drüber, was geht. Wunderbar. Und dann das, was nicht geht, was wir wegschmeißen können. Das war's schon, ne? Ja. Na los, Happy. Nicht. Ihr könnt ja mal spaßhalber Kupfer. Na, Kupfer nicht unbedingt. Eisenerz 196 ist weit weg. Schwefel 102. Na, Schwefel ist ja auch interessant, wa? Ja klar, da unten wo Vulkan ist. Da gibt es auch Schwefel. So war es ja in der alten Version. Da wartet ja der Schwefelspot. Hier ist er schon. Na, nehmen wir mit, wa? Klar. Okay, können wir vielleicht festhalten? Du brauchst Schwefel, dann gehst du den kleinen Vulkan. Jetzt im Moment eigentlich nur gebraucht. Aber kick mal gut, wa? Ach nee, das ist ja keiner. Oh, gut, wa? Okay. So, also Schule. Ach, 16 Uhr und schlag mich dort. Okay. Was sagt die Tasche? Tasche ist gut. Aber Schule erst 65% gelootet. Scheiße. Ah, hat mich wieder ein bisschen glatt angestellt. Und warum? Was war der Fehler? Ich schätze mal, weil ich einfach hier so wild in die Gegend rumgetaucht bin. Ohne richtig einen Plan zu haben, ja? Anstatt hier strategisch vorzugehen und Haus für Haus oder so. Gut, hat keinen Sinn. Brechen wir ab. Gut, ab nach Hause. Und dann können wir ja noch ein bisschen was kaputt machen. Ein bisschen was schmelzen. Vielleicht kriegen wir noch. Können wir noch mal nach einer Waffe gucken, aber. Da hatte ich ja keine Hoffnung. So, Hubschrauber Landeplatz. Was ich staune, dass wir ja keinen Angriff hatten, wa? Erstaunlich, erstaunlich. So. Ach, was haben wir jetzt überhaupt? Wir haben erstmal ja nicht hier weiter. Wir packen erstmal aus, was für ein Händler ist. Das ist für ein Händler.
Und das ist für einen Automaten. So. Sprit, den hauen wir gleich rein. Sprit alle. Oh, hier habe ich noch Metal. Aus Versehen. Aber sowas hast du ja immer bei. Dann haben wir hier mal schnell den Gummi drin. Glas, Gummi. So, Komponente. Ach, können wir auch unten, weil das ist auch schon wieder leer. Ja, das geht alles weg, wa? Wenn die Munition oder irgend sowas machst. Holz weg. Okay. Dann habe ich hier noch ein bisschen. Andere Seite. Wo habe ich denn das gelassen? Weiß ich jetzt nicht. Wollen wir uns nicht mit beschäftigen? Wir sind beim Kisten ausräumen. Okay. Ich nehme erstmal das raus, was für das Fass ist. Für die Fässer draußen. Kiste. 20 Läppchen, ist gut. Das kriegen wir unter, das kriegen wir unter. Okay. Bring ich das mal schnell rein. Da haben wir Stoff gesehen. Wir haben Komponente gehabt. Dann haben wir noch Schwarzpulver und Glas. Glas, okay. Dann haben wir hier noch Klebeband. Und dann sind wir hier auch schon durch. Richtig? Richtig. Wir bringen das Tauchzeug vor, weg. Brauchen wir jetzt nicht. Die Harpune brauchen wir nicht. Demzufolge auch die Pfeile nicht. So. Ja, haben wir jetzt alle draus aufs Boot oder ist da noch was? Genau. Jetzt nehmen wir das Zeug noch mit. Hier übersehen, wunderbar. Dat, 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 dat. Okay, ja, ich lasse das erstmal so. Nee, das doch nicht. Für den Händler haben wir einen Kochtopf. Den Wein, die Lampe, das Dreirad. Und eine Zigarre. Für einen Automaten. Blaupause, eine Blaupause. Hier ist Händler noch ein paar Bücher. Dann haben wir noch. Warum habe ich eigentlich den Schweißbrenner in der Tasche? Ach nee, ist eine kaputte Pistole. Okay. Noch ein paar Komponenten. Junge, Junge, Junge. Eng, eng, eng. So. Mit Holz. Dann kicke ich. Hier ist Kohle. Und hier ist das. Wo habe ich den Schwefel gelassen? Oder haben wir ja keinen mehr? Hm. Packen wir mit drin. Okay. Ja, dann gehen wir uns kaputt machen. Freunde, so sieht's aus. Eine ganz entspannte Runde wieder. Aber wie gesagt, uns gehen auch die Inseln aus, wa? Wir werden. Na, ich gehe zwischendurch nochmal rüber zum Händler und guck, ob die eventuell irgendwann mal die andere Bodenfliese hat. Aber ich denke ja mal nicht. Kaputtes Jagdrevier und Eisenempfänger für Schrottflinte. Das geht in Automaten. Das hauen wir hier wieder rein. Und das nächste T-Shirt.
So, hier hatten wir was, weil... Ach nee, eigentlich. Doch, hier. Ja, hiervon habe ich auch verkauft. Alles, was über 20 war, was heißt verkauft, in Automaten gesteckt. Habt ihr ja gesehen gestern. Aber es kommt ja nichts rüber. Es kommt nichts raus. Es ist zum Heulen. Ja, Schrott. Einfache Fehler. Und alle Sachen kann gleich weg. Stoff ist gut. Wissen wir, Stoff brauchen wir immer. Ja, das machen wir jetzt noch. Also, das mache ich jetzt noch. Ich brutzel das hier zu Ende. Und dann, ja, dann würde ich das aber auch schon beenden wollen. Die roten Teppiche, da könnten wir oben unsere Landebahn mit auslegen. Eine Zigarre, ich wusste, irgendwann kommt was Jüte draus. Freunde, das wird jetzt hier nicht mehr mit uns. Ich lasse das mal so stehen. Morgen machen wir ein bisschen Action. Ja, eine richtige fette Insel. Und bis dahin sage ich schön mit Ö. Euer Onkel Nupsi.